Stimmen, die sagen, wie du bist, doch ich kenn dein sanftes Flüstern inmitten der Finsternis, du sagst, dass du dich an mir freust und dass du mich nie verlässt. So ein guter Vater.
wenn ich glücklich bin. Sing auch im Leid, ich kann dich sehen, denn du gehst mir nah. Du bist niemals weit, ich kann dich sehen, denn du hilfst mir an. Stimmst den Lauf der Zeit, zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Himmel weit. Du liebst den, der es nicht verdient hat, hilfst dem Schwachen aufzustehen, wählst den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleicht, du mein Gott. Du bist größer, höher, weiter als der Himmel und deine Liebe ist tiefer als das Meer und was du sagst bleibt, es bleibt für alle Zeit, darum halt ich fest an dir, dem Schöpfer der Welt. Du sagst, wo die Sonne aufgeht, du bestimmst den Lauf der Zeit, zeigst die Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Himmel weit. Du liebst den, der es nicht verdient hat, willst dem Schwachen aufzustehen, willst den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleicht. Du mein Gott, bist größer, höher, weiter als der Himmel und deine Liebe ist tiefer als das Meer. Und was du sagst, bleibt, es bleibt für alle Zeit. Darum halt ich fest an dir. Du bist darum halt ich fest an dir.
Alle Ehre. Alles, was wir haben, wollen wir dir geben. Jesus, du stehst. Du stehst hoch über allem. Hoch über allem. Ich will dich ehren. Ich will dich ehren. Mit allem in mir. Ich werde deine Wege niemals ganz verstehen. Ich kann dich nicht greifen.
unvergleichlich ist deine Liebe, Herr, zu mir. Friede hört mich für immer an, wenn du mich berührst, blüht mein Leben auf in dir. Gnade hat mich von Angst befreit. Ich fall vor dir auf die Knie, weil du mich so liebst. König für immer, du bist, was mein Herz ersehnt, solange die Zeit besteht. In mein leeres Herz bist du eingezogen, Herr. Du erhältst meine Dunkelheit. Wenn ich mich verirre, ruft die Gnade mich zu dir. Alles fällt ich in dir ein. König für immer, du bist, was mein Herz ersehnt, solange die Zeit besteht, ich gebe mich dir. Alle Welt singt von dieser großen Gnade. Ich verehre dich mit allem, was ich habe. Heilig, heilig, du bist an mich. Gott des Himmels, dir sei die Ehre. Alle Welt singt von dieser großen Gnade. Ich verehre dich mit allem, was ich habe. Heilig, heilig, du bist der Mächtig. Gott des Himmels, dir sei die Ehre. Vor dir auf die Knie, weil du mich so liebst. König für immer, du bist, was mein Herz ersehnt, solange die Zeit besteht. Ich gebe mich dir.
Zu uns. Amen. Ihr dürft euch setzen. Einen schönen guten Morgen von mir. Toll, dass ihr euch aufgemacht habt, heute mit uns Gottesdienst zu feiern. Wir freuen uns über jeden, der heute hier ist. Also herzlich willkommen. Ich habe mich gestern mit einer Freundin getroffen und habe sie so gefragt, wie es ihr geht. Und sie meinte, du, Katja, zurzeit ist echt herausfordernd. Mein Papa hatte vor kurzem einen Schlaganfall und ist jetzt halbseitig gelähmt und kann nicht mehr sprechen und dem geht es echt schlecht. Und sie erzählte dann so ein bisschen und ich meinte zu ihr, also ich weiß ja, dass du Christ bist, aber ist er denn eigentlich auch Christ? Und sie meinte, wir kommen aus einer Gegend, da wird man so christlich erzogen und geht vielleicht ab und zu mal in die Gemeinde. Aber es ist jetzt nicht so, dass er mit dem Herzen Gott nachfolgt, sondern das läuft irgendwie so nebenbei. Und ja, ihr Papa hat jetzt auch nicht so viele Freunde und so viele Bekannte und war jetzt eben in der Reha. Und ganz viele Leute aus der Gemeinde, wo er ab und zu mal hingeht oder wo auch seine Mama ganz aktiv ist, haben ihn in der Reha besucht, haben ihm Karten geschrieben, haben ihm ermutigende Worte zugesprochen. Und er war so völlig baff, dass er in dieser Situation nicht alleine war, sondern dass Menschen ja, mit ihm waren und dass sie ihm immer wieder bestätigt haben, hey, wir denken an dich, wir beten für dich, wir sind für dich da,
das wird schon. Und das hat ihm unheimlich viel Kraft und Hoffnung gegeben, so dass er jetzt langsam lernt, wieder zu sprechen und echt gute Fortschritte macht. Und als sie mir das so gestern erzählte, musste ich an diesen Film denken, Entdeckung der Unendlichkeit. Das ist die Biografie von Stephen Hawking. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber das ist ein berühmter Physiker, der eine Krankheit hat und die Krankheit hat ihn quasi an den Rollstuhl gebunden und er kann nicht sprechen. Und also das ist echt krass. Und in diesem Film ist die Endszene, dass er quasi eine Ehrung bekommt für das, was er trotz seiner Krankheit geschafft hat. Und er steht auf der Bühne, beziehungsweise im Rollstuhl ist er auf der Bühne. Und es meldet sich jemand und fragt ihn, wie er das alles geschafft hat, wie er das alles hingekriegt hat. Und er meinte, da wo Leben ist, da ist Hoffnung. Und diese Hoffnung möchte ich dir heute Morgen zusprechen. Ich weiß nicht, ob in deinem Leben gerade alles super ist und du sagst, hey Gott, es läuft, vielen Dank. Oder ob du Hoffnung brauchst. Hoffnung in Beziehungen, Hoffnung am Arbeitsplatz, Hoffnung bei dem Thema, sich selbst anzunehmen. Ich spreche dir heute Morgen Hoffnung zu, dass mit Gott nichts unmöglich ist und dass Gott für dich da ist und dass es Hoffnung in deinem Leben gibt. Also nimm diese Hoffnung einfach mit in die nächste Woche und ja, sei einfach gespannt, was Gott tut. Und das Wort Hoffnung möchte ich auch mitnehmen zur Kollekte. Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht, und zwar Römer 15, 13. Und da heißt es, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und da man es beim ersten Mal immer nicht so ganz sacken lässt, lese ich es einfach nochmal vor, dass ihr wirklich diesen Satz für euch annehmen könnt. Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und Hoffnung brauchen wir in ganz vielen Bereichen, in Beziehungen, mit uns selbst, aber Hoffnung brauchen wir teilweise auch beim Thema Finanzen. Und Finanzen können eine ganz große Hoffnung für Menschen sein, weil wir mit Finanzen unheimlich viele Projekte stemmen können, die Menschen erreichen, die Herzen verändern, die Hoffnung bringen. Und so möchten wir jetzt als Gemeinde einfach die Kollekte einnehmen mit der Hoffnung und dem Glauben, dass wir mit dieser Kollekte ganz viel erreichen können, dass wir ganz viele Menschen berühren können und dass wir ganz viel verändern können. Und die Helfer können langsam rumgehen. Ihr könnt da bei der Rosi auch wieder mit der EC-Karte spenden und ich bete noch einfach und lege die Kollekte in Gottes Hände. Herr, ich möchte dir Danke sagen. Ich möchte dir Danke sagen, dass du uns immer wieder Hoffnung gibst, dass wir bei dir immer wieder Hoffnung finden und wir möchten anderen Menschen auch Hoffnung geben. Und das können wir unter anderem durch die Finanzen, durch die Kollekte, die wir jetzt einnehmen. Und ich bitte dich, segne das Geld, was wir jetzt einnehmen, lass es für gute Projekte ausgegeben werden, so ja, wo Menschen Hoffnung finden können, wo Menschen Licht finden können, wo wir einfach Menschen berühren können und verändern können. Und ich danke dir für jeden Cent, der jetzt zusammengenommen wird und wir geben es echt dir hin und bitten dich, dass du das, das Geld gut verwaltest und dass dein Reich einfach gebaut wird. Amen. Wir sind eine Gemeinde der Gemeinschaft. Bei uns steht Integration und Annahme ganz weit oben. Wir möchten, dass jeder von euch ankommt, dass jeder von euch Bekanntschaften schließt, neue Freundschaften schließt. Und deshalb möchten wir jetzt besonders die begrüßen, die heute das erste Mal in einem Gottesdienst sind. Wir haben einen kleinen Willkommensgruß für euch, den möchten wir euch gern überreichen, aber dafür müsstet ihr kurz die Hand heben, damit die Helfer quasi euch die Tüten überreichen können. Ist heute jemand zum ersten Mal da? Dann einfach mal kurz die Hand heben. Da hinten sehe ich jemanden. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. In der Willkommenstüte habt ihr auch einen Gutschein für einen Kaffee und für einen Cocktail und könnt ihr nach dem Gottesdienst einfach zur Welcome Bar kommen und so Leute kennenlernen und ein bisschen was über die Gemeinde erfahren. Und ihr habt auch eine Connect-Card drin. Für uns ist es immer ganz toll, wenn wir ein kleines Feedback bekommen, was euch gefallen hat, was ihr gut fandet. Und wenn ihr die Connect-Card nach dem Gottesdienst an der Welcome Bar abgebt, bekommt ihr als Dankeschön einen kleinen USB-Stick und da ist auch nochmal ein Video von uns drauf, sodass ihr uns einfach ein bisschen besser kennenlernen könnt. Okay, Gerold, an dich. Millionen Liter. Unglaubliches Volumen.
kannst du dir wahrscheinlich nicht vorstellen. Vielleicht besser, wenn du 65 Lasttanks in dieser Größenordnung siehst. 65 Lasttanks nehmen 2,5 Millionen Liter Flüssigkeit auf. Wow, unglaublich. Aber das ist eigentlich gar nicht so unglaublich, weil ein Lasttank, okay. Aber weißt du, was 2,5 Millionen Liter oder wer oder was in einem Jahr bewegt? Dein Herz. Deine Pumpe. Dein Herz, also das organische Herz, pumpt im Jahr durchschnittlich, wenn es einigermaßen normal funktioniert. Also schwankt ein bisschen, aber du könntest 12,4 oder 2,6, also vollkommen, wir bleiben bei dem Durchschnitt. 2,5 Millionen Liter pumpt dein Herz innerhalb eines Jahres durch deinen Organismus. Und damit ist dein Herz das Kraftzentrum oder wirklich das Zentrum logischerweise auch deines Lebens. Oder mit. Ist natürlich klar, nimm dein Herz raus und ich habe fertig. Also ganz Power. Die Älteren von uns wissen wahrscheinlich, was am 3. Dezember 1967 war. Nein? Okay, gut. Die erste Herztransplantation, die gelungen ist. Christian Garner hatte das probiert, Südafrikaner. Nächste Folie, eine erste, natürlich, das ist jetzt modern. Für alle, die jetzt voll Medizin mögen, kommt jetzt, stellt euch jetzt nicht so an. Ja? Das ist dein Herz, das hast du innen drin. Du sollst dich nicht für dein Herz ekeln. Das ist einfach nur bum, bum, bum. Fantastisches Herz. Und er hat zum ersten Mal ein Herz transplantiert. Also was gelungen ist, aber was heißt gelungen? Der Mann, dem das eingepflanzt wurde, der hieß, man beachte, hieß Louis Waschkanski und erlebte die Operation gerade mal 18 Tage. Leider, weil er dann an einer Lungenentzündung gestorben ist. Aber es war zum ersten Mal gelungen, dass es überhaupt funktionierte. Die zweite ist, der zweite Patient, Philip Blayback, wurde ein Jahr später, am 2. Januar 1968 operiert und lebte immerhin 18 Monate mit dem eingepflanzten Herzen. Aber Christian, wie auch immer man ihn ausspricht, der war bahnbrechend für die Herzchirurgie, sodass es heute in Anführungsstrichen ein leichtes ist, oder viel, viel leichter ist, ein Herz zu transplantieren, sodass Menschen, deren sozusagen Herz nicht mehr funktioniert, aber mit einem neuen Herzen leben können. Um eine Herztransplantation, jetzt denkst du, da macht er jetzt hier eine medizinische Vorlesung heute, um eine Herztransplantation geht es aber auch in der Jahreslosung 2017. Um einen richtigen tiefen Eingriff sozusagen, vielleicht sozusagen Operation an unserem offenen Herzen. Und zwar Hesekiel 36, 26. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Also die Jahreslosung soll so etwas sein wie so ein Motto. Also eine Losung kann man ja auch sagen wie ein Ausruf, wie etwas, wo man sich dran orientiert. Das ist natürlich ganz grundsätzlich, das macht er natürlich nicht nur 2017, aber auch in diesem Jahr, ganz am Anfang, soll es uns daran erinnern, dass Gott sozusagen eine Operation vollzieht oder vollzogen hat. Da kommen wir jetzt gleich drauf, an unserem offenen Herzen. Er schenkt euch ein neues Herz und legt einen neuen Geist in euch. Jetzt könnte man natürlich sofort die Frage stellen, warum brauche ich denn überhaupt ein neues Herz? Warum braucht es überhaupt eine Herztransplantation? Warum brauchen das die Menschen? Was war geschehen? Was war mit ihrem Herzen passiert? Hesekiel 36, 26. Da heißt es, ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Die Menschen hatten ein Problem. Vielleicht du heute auch noch. Ein steinernes, ein hartes Herz. Ein steinernes Herz, das Mauern aufbaut. Ein steinernes Herz, das nicht fühlen kann. Ein steinernes Herz, das Menschen von sich wegdrückt. Also waren die Herzen hart. Das Innenleben war hart, war kalt. Etwas, was Gott überhaupt nicht wollte. Er wollte fleischerne Herzen, gefühlsame Herzen. Und damals wie heute sind wir wahrscheinlich auch umzingelt von Faktoren, die unsere Herzen hart werden lassen. Ich weiß nicht, wie hart dein Herz ist, wie steinern. Vielleicht durch Erfahrungen, wo man deine Gutmütigkeit ausgenutzt hat. Und du richtig enttäuscht bist, das ist eine Form von Härte. Oder all die Enttäuschungen und Verletzungen.
wo man auf Menschen zugegangen ist und die haben irgendetwas mit einem gemacht oder auch nicht gemacht. Und man ist enttäuscht. Harte Herzen. Genauso lässt Angst unsere Herzen hart werden und zusammenkrampfen. Man schützt sich. Und manchmal, sag mal, gibt es sogar ein Sprichwort, ne? Sei hart. Du musst hart sein. Nur die Harten kommen in den Garten. Das ist so der saloppeste Spruch von dem Ganzen noch. Was meint das mit? Ja, hat ein bisschen was mit Härte zu tun. Durchsetzen, kraftvoll, ha, Widerstand, über Grenzen, über Mauern, über Menschen, hinweg. Ha, hart. Aber das, dieser Vers sagt genau das Gegenteil. Die Menschen in Hesekiel, im Alten Testament, die hatten ein Problem mit ihrem steinernen Herzen. Das war nicht Gutes. Das brachte eher Unglück. Das stürzte sie ins Unglück. Und sie brauchen ein neues Herz. Warum braucht man neues, auch noch ein neues Herz? Also das Alte Testament ist schon ziemlich krass. In Jeremia 17, Vers 9 heißt, trügerisch, das heißt schwierig, uneben, höckrig ist das Herz. Mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihr oder in ihm aus? Also das Herz ist trügerisch. Also ein bisschen wie entweder link oder auch trügerisch im Sinne von, du verlässt dich auf Sachen und du verlässt dich auf falsche Sachen. Du hast Erwartungen, aber an falsche Dinge. Dein Herz hängt sich an irgendetwas und die werden nicht erfüllt. Was darum wiederum zu Enttäuschung führt und zu Frustration. Das heißt so viel wie unecht, unwirklich, täuschend, irreführend, illusorisch, scheinbar, unrealistisch, irreal, illusionär. Was ist mit unserem Herzen los? Mit unserem Innenleben? Sind wir das auch oder waren das nur die aus dem Alten Testament? Schon vor ein paar tausend Jahren. Wir nicht. An einer Stelle fragt eine Frau, wie kommt es so, fragt eine Frau, dass ich immer wieder auf den gleichen Typ von Mann hereinfalle und immer wieder eine bittere Enttäuschung erlebe. Warum kommt es? Warum hängt mein Herz sich an irgendetwas und die Erwartungen werden nicht erfüllt und ich bin frustriert? Weil mein Herz trügerisch ist. Unheilbar oder unheilvolle Handlungen bringt es hier hervor. Dieser Christian Bernard, derjenige, der diese Herztransplantation nun ja wirklich bahnbrechend revolutioniert hat, sagt von sich, ich habe für meinen Beruf und noch mehr für meinen Ruhm in den Medien gelebt. Das ging auf Kosten meiner Familie. Dreimal hat er geheiratet und Kinder gehabt, aber das Glück hielt nicht. Dreimal wurde er geschieden. So unheilvoll ist sein Herz. Er konnte ein organisches Herz transplantieren, aber irgendein anderes Herz in ihm, was auch immer Herz ist, war nicht heilvoll, unheilvoll und hat unheilvoll gehandelt und hat Unheilvolles hervorgebracht. Was hilft es, wenn der Mann am Ende seines Lebens so etwas sagen muss? Frustrierend, enttäuscht. Ja, den Ruhm, den haben wir bis heute. Wir sagen, wow, der Typ hat das damals gemacht, war mutig. So eine Herztransplantation durchzuführen. Aber er hat drei Familien ruiniert, viele Kinder enttäuscht und sich selbst auch. Am Ende seines Lebens, sein anderes Herz war trügerisch. Und dann fragt er hier, der Jeremia, wer kennt sich mit ihm aus? Oder wer kennt das sich in dem aus? Wer kennt sich in meinem Herzen aus? Ich kenne mich doch selbst nicht in mir aus. Und weißt du, das ist eine coole Frage, weil die hat Jahrtausende später Paulus auch gestellt. Also Paulus hatte ein, ich nenne mal Paulus-Syndrom. Also Paulus war ein super Typ, der hatte Jesus kennengelernt, indirekt ihn erlebt und erfahren, weil Jesus hatte Jesus erstmal verfolgt, dann wurde er zu einem richtig intensiven Nachfolger von Jesus, total intensiv, hat viel erlebt, ein super Theologe, ein cooler Typ, auch echt ein weiser Mann, der auch von Gamaliel unterrichtet wurde, auch im Judentum, also der viel verstand. So, und jetzt macht er sich auf den Weg, diesen Jesus kennenzulernen und zu erleben und zu erfahren und richtig cool. Und an irgendeiner Stelle ist er total verzweifelt, und zwar in Römer 7. Römer 7, Vers 15. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue.
Ich bin durch und durch krank. Oder heute würde man sagen, ich habe einen an der Waffel. Aber richtig einen, mega an der Waffel. Was ist mit mir los? Ich verstehe es selbst nicht. Ich kenne mich in mir selber nicht aus. Mit meinem Herzen oder was auch immer. Römer 7, Vers 18. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Noch nicht mal das. Ich habe sogar Wollen, das Gute zu tun. Ich habe sogar ein bisschen, bin nicht total ein wachsweicher Flachgänger. Ich bin kein Warmduscher. Ich bin nicht jemand, der so hin und her wankt. Eigentlich nicht. Aber zum Donnerwetter nochmal, was ist denn mit mir los? Sozusagen, als würde er sich in den Haaren schaffen. Ah! Help! Römer 7, Vers 19. Also, ne? Dialog mit sich selbst und mit uns. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Also im Extremfall hat das ein bisschen was von Paradox oder, also Schizophrenie ein bisschen zu hart, aber sagen wir mal, Paradox ist es zumindest. Oder ja, ein bisschen gespalten ist das eigentlich auch schon. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern ich tue das Böse, das ich nicht tun will. Ich gebe mir die Kugel. Ich hänge mich auf. Das ist doch frustrierend. Das ist doch hart. So zu leben, stell dir vor, jeden Tag so zu leben und sowas zu erfahren. Ja, es wäre nicht verwunderlich, wenn das Ende der Erkenntnis wäre, dass jemand sich einen Strick nimmt. Weil das ist hart, das ist verrückt. Das macht kaputt. Das macht das kranke Herz noch kranker. Das macht das trügerische Herz noch trügerischer. Es macht einen fertig im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen schreit er auch in Römer 7, Vers 24, was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Was bin ich doch nur für ein elender Mensch? Man könnte sogar sagen, Klammer auf, eigentlich, was bin ich doch für ein elender Christ? Sag mal, warum habe ich mich überhaupt bekehrt? Wo ist Jesus, Erlöser, kraftvoller Geber? Was weiß ich was, der Tote auferweckt, der sämtliche Krankheiten heilen kann. Aber anscheinend mein krankes Herz, und von wegen, was in Hesekiel steht, was für ein Käse, ich habe ein neues Herz. Also mein Herz ist definitiv nicht neu, zumindest scheint es nicht. Sag mal, was ist mit mir los? Jetzt sagen wir arm und gehen nach Hause und sind tief depressiv. Nein. Aber vielleicht hast du auch solche persönlichen. Weiter so darf es nicht gehen. Weil das scheint ja für Paulus sofort zu sein. Also, der ist willig an diesem Punkt, aber so kann das nicht weitergehen. Das macht mich kaputt. Da muss es noch irgendwas anderes geben. Und vielleicht gibt es auch in deinem Leben, ne, kennt ja Anfang des Jahres die großen Vorsätze, aber vielleicht gibt es Dinge, etwas, das du ändern willst. Etwas, das du ändern musst in diesem Jahr. Das Gute. Kannst du nochmal den Vers vorher nehmen, Folie vorher? Ich tue nicht das Gute, das ich tun will. Wo siehst du Dinge Gutes, was du wirklich tun solltest und du tust es nicht? Im Beruf, in Familie, unter Freunden oder ganz persönlich in dir? Oder wo ist das Böse, das du nicht tun sollst? Jetzt nicht so dramatisch, aber wo gibt es Gewohnheiten, von denen du weißt, die solltest du unbedingt ändern? Ansonsten bringen die dich eines Tages wirklich um. Und wir reden jetzt nicht so nette Verhalten, sondern wirklich Gewohnheiten, Abhängigkeiten. Nehmen wir die Süchte, fangen wir mal bei den Süchten an und gehen über alles Mögliche weiter. Wo du denkst, sag mal, ich weiß ganz genau, wenn ich nur auch nur einen Moment, ganz ehrlich, ich weiß, ich belüge alle und babbel auch Zeug und das soll ja auch keiner wissen und das verstehe ich, das ist auch peinlich und du musst dir auch nichts erzählen. Aber wenn du ganz alleine mit dir selber bist und schaust mal in dir und wenn du nur versuchst, 20 Sekunden mal ehrlich zu sein, und einen ganz bestimmten Verhaltensmuster und du weißt, dieses Verhaltensmuster würde mich umbringen. Weiterhin, ich muss da was dran ändern. Und dann kommt der Schrei, ich krieg's aber nicht hin. Gibt es einen Menschen, auf den du zugehen musst und dies eigentlich auch schon längst wolltest? Weißt du, oder diese ganzen Vorsätze? Oder gibt es irgendeine Frage, also eine existenzielle Frage, die du unbedingt beantwortet haben willst, wo du Klarheit brauchst? Oder vielleicht eine ganz andere Frage. Was muss geschehen, damit du wirklich aufatmen kannst? Also das heißt frei. Wo man frei ist.
Weil das ist eine Last, die bedrückt. Das ist kein neues Herz, das ist kein neuer Geist, das ist nicht frei, das ist nicht offen, das ist gefangen, das ist auch kein erlöster Mensch, das ist nicht Spaß, das ist nicht Freude, das ist Hölle, das ist eine Katastrophe, ja, das ist krank. Und ich verstehe das, kann ich verstehen. Aber wo musst du aufatmen? Hat es schon einmal, und jetzt denk mal drüber nach, wenn ich bin jetzt, dieses Jahr werde ich fantastische 54 Jahre jung. Unglaublich, ich weiß, ich sehe nicht so aus, danke. Aber es gab mehrere elementare Erlebnisse, die mich dazu gezwungen haben, bewegt haben, auch wirklich eine Veränderung, eine große Veränderung herbeizuführen. Aber ich stelle auch etwas anderes in mir fest, ich bin eine echte Flachpfeife. Nachdem ich etwas verändert habe und Gutes erlebt habe, falle ich manchmal in alte Dinge trotzdem wieder zurück. Und ich denke mir, also ich bin nicht weniger bekloppt als Paulus. Oder nicht weniger erlöst manchmal. Was ist mit dir, Gerold? Was ist das so? Und wir fangen jetzt gar nicht an, nur über Diäten zu sprechen. Ja? Also fantastisch, wisst ihr ja. Ne? So. Und Jojo-Effekt und so ein Zeug und über Sport und Nicht-Sport. Ja? Das sind die Äußerlichkeiten. Ja? Aber was ist mit dem inneren Charakter, mit Verhalten? Umgang mit Menschen, Dinge, die du schon längst eingesehen hast, wo du weißt, das ist nicht gut. So geht du, Gerold, so gehst du nicht mit Menschen um. Das ist nicht richtig und trotzdem tut es wieder. Erkenntnis ist das eine, es in die Tat umzusetzen. Boah. Was hat aber eine Wende bei dir verursacht? Ein Schicksalsschlag, eine Begegnung mit einem Menschen, vielleicht die Lektüre eines Buches, eine bestimmte Stelle in der Bibel? Was löst eigentlich wirklich Veränderung aus? Weil, vielleicht sind wir heute Morgen ein bisschen ehrlich, Veränderung brauchen wir immer wieder, alle. Es gibt immer wieder Points, wo man sagt, wie kriege ich das hin? Und diese guten Vorsätze Anfang 2017, die haben ein Verfallsdatum. Ja, das ist ja, man sollte draufschreiben, bitte vor Mitte Januar verbrauchen, weil danach ist eh vergessen. Also am besten gleich sofort umsetzen, weil danach diese guten Vorsätze... Das kannst du ins Knie nageln. Aber dann sagt Hesekiel trotzdem, pass auf, da gibt es dieses neue Herz und neuen Geist. So. Und jetzt spricht Gott wirklich nochmal. Ich gebe euch ein neues Herz und ich schenke euch einen neuen Geist in euch. Also ich gebe sowas. Das müsste Folie 12 sein. Danke. Und interessanterweise, ich finde es schön, wer auch immer das, ich weiß gar nicht, wer das gestaltet hat, diese Grafik gibt ja unglaublich viel, wenn man im Internet guckt und nach Jahreslosung 2017 Bildern, da kriegst du eine Menge an fantastischen Bildern, aber die ist unter anderem deswegen auch schön, weil es auch diese Mauer zeigt, auch das steinerne Herz zeigt, oder das steinerne. So, und inmitten von einem steinernen kommt, als würde dieses Mauer langsam durchbrochen, ein Herz aus Fleisch. So, ich schenke euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Und ich bin jemand, ich muss das immer verstehen. Ich weiß, ich bin so ein Logiker. Ich muss Dinge auch geistlich wirklich verstehen und begreifen, weil sonst könnte ich verrückt werden an mir selber. Also ich muss auch mein Dilemma verstehen. Ich muss auch also verstehen, warum ich so bekloppt bin. Also das hilft mir ja zumindest. Ja? Das ist noch nicht nur gut, aber ich muss zumindest verstehen, Gerold, warum bist du ein bisschen schizophren paradox? Warum tust du das Gute, das du tun willst, nicht und das Böse, das du nicht tun willst, tust du auch immer noch oder immer wieder? Warum? Was ist los mit dir? Also muss ich es verstehen. Paulus, also der mit diesem Paulus-Syndrom, der nennt das, was in dieser Jahreslosung drinsteht, im Alten Testament, nennt er im Neuen Testament folgendermaßen, 2. Korinther 5, Vers 17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Der gleiche Paulus, der also so sich selbst nicht versteht, sagt aber, pass auf, da ist aber trotzdem etwas geschehen. Wir wissen, wenn jemand zu Christus gehört, also wenn man sich entscheidet, also wenn man Jesus nachfolgt, wenn man sein Leben Jesus gibt, das kannst du Wiedergeburt, Bekehrung oder wie auch immer nennen, wenn du all das tust oder erlebst, wenn du also zu Christus gehörst, nicht einfach nur so, das ist die Bedingung, das ist die Voraussetzung. Aber wenn, dann bist du eine neue Schöpfung.
Jetzt könnte ich fast stundenlang darüber reden, über unsere alte Predigtserie oder die vorab abgelaufene einzigartige, also diese neue Schöpfung. Aber das will ich gar nicht. Aber was ich dir sagen will, ja, da entsteht was, der Gott der Schöpfung, also der etwas schafft, der etwas kreiert, der schafft wirklich etwas Neues. Du bist sozusagen dann eine Neuschöpfung. Du hast gesagt, das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt, geschweige denn gespürt. Ja, das ist Theorie, das steht da. Aber erstmal, von mir ist doch Theorie. Aber es steht da, du bist eine Neuschöpfung. Und dann heißt es, das Alte ist vergangen. Das Alte ist vorbei. Jetzt könnten wir mit dem, ne, jetzt den Bogen von Jahreslosung, das steinerne Herz ist eigentlich rausgerissen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Es gab Übersetzungen in der Bibel, also Bibelübersetzungen, die man revidiert hat, interessanterweise, eine ganze Zeit lang. Da wurde dieser Vers folgendermaßen übersetzt. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, da ist er eine Neuschöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Und dann hat man festgestellt, dass das doch sprachlich nicht sauber übersetzt ist. Und wenn man es ganz ehrlich ist, stimmt es ja auch nicht. Weil wenn das bedeutet, alles ist neu geworden, in dem Moment, wo ich mich für Jesus entscheide, dann wäre ich ja eine komplett neue Schöpfung. Und zwar komplett. Du sagst, okay, wie kannst du das sagen, dass dem nicht so ist? Jetzt kommt ein bisschen Theorie. Ich weiß, da haben die meisten keinen Bock drauf. Also wenn man Führerscheinprüfung macht, dann will man keine... Theorie ist nervig, langweilig, ätzend. Man will Gas geben. Auto, Motorrad, drin sitzen und fahren. Aber die Theorie ist ja nicht unwichtig, auch um in der Praxis auch gut zu überstehen. Jetzt kommt wirklich etwas Theoretisches. Jetzt müsst ihr ein bisschen gedanklich mit mir gehen. Okay, wer ist der Mensch oder wie ist der Mensch aufgebaut? Also du nicht. Was für Anteile haben wir? In 1. Thessalonicher 5,23 heißt es, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib oder Körper unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Wir Menschen haben also drei Anteile. Von mir, ich nenne es mal so ganz einfach, ja? Drei Anteile. Du sagst, ich bin Gerold, ja, aber Gerold ist Seele, siehst du nicht, nein. Gerold ist Körper, kann man sehen, kann man richtig gut sehen, gut gefüllt. Gerold ist Geist, siehst du auch nicht. Was siehst du von Gerold? Erstmal Körper. Wenn er anfängt, seinen Mund aufzumachen, kriegst du ein bisschen was von seiner Seele, eventuell, wenn du Glück hast, wenn er einigermaßen gut drauf ist, auch ein bisschen was von seinem Geist mit. So, wenn er agiert mit Menschen und wie er agiert und reagiert auf Menschen, kriegst du einen Teil seiner Seele mit. Aber er ist Körper, Seele, Geist. Das sind wir. Und was ist Gottes Idee? Er hat uns ja geschaffen und kreiert. Und er möchte, dass er aber der Gott des Friedens, dass er euch heilige durch und durch. Heiligen heißt so wie absondern, auch wie heil werden. Und er möchte, dass unser ganzer Mensch, Körper, Seele, Geist, heil wird. Das ist das Ziel, durch und durch geheiligt. So, nächste Skizze, also Folie 15 ist das. Das ist einfach nur eine Skizze. Das ist etwas total einfach. Aber jetzt stellen wir es einfach mal dar. Als drei Ringe. Interessanterweise, Gott ist ja auch dreieinig. Nur mal so nebenbei gemerkt, Klammer auf, Klammer zu, kannst du viel drüber nachdenken oder vergessen. Trotzdem finde ich diese Dreiteilung interessant. So, das ist so eine Grafik, die steht nirgends in der Bibel. Das hat Gerold ein bisschen mit PowerPoint gemalt und so, oder auch nicht gemalt, also kreiert, um einfach mal etwas darzustellen. So, das glaube ich. Also Körper, Seele, Geist, das sind wir. Ich würde auch in der Verbindung sagen, ganz tief innen drin, wo auch immer das ist, da kommen wir gleich auf Geist, dann etwas weiter außen liegt, aber immer noch in unserem Inneren ist die Seele und wirklich außen, also auch der Ring außen, das ist unser Körper. Und das Ganze ist, kann man drüber schreiben, Gerold, Eva, Tamara, Franziska, Herbert, Johanna, Oscar, Papst, ist vollkommen wurscht, Obama, Trump, ist alles vollkommen egal. Ja, also manchmal denkst du, der eine oder andere hat das nicht, aber grundsätzlich besteht jeder aus Körper, Seele, Geist. Es ist so, 100%. Kannst du einfach glauben. So, nächste Folie. Und jetzt ist Folgendes. Wenn du dir überlegst, okay, wir sind das, was aber macht was, dann ist meine persönliche Meinung ist, wenn wir in Kontakt treten zu Gott, dann machen wir das mit unserem Geist. Was auch immer das ist, das musst du einfach mal jetzt stehen lassen. Das ist sehr viel Theorie, aber ist so. Wenn du in Kontakt trittst mit Menschen, dann ist es deine Seele. So. Und dein Körper. Aber das, was der Kontakt oder die Beziehungsebene zu Gott herstellt,
aber das Vertikale, das nach oben gerichtete, das geschieht durch deinen Geist. Und die Beziehung zu Menschen, das geschieht durch deine Seele. So, das ist mal sowas. Okay? Seele, griechisch, Psyche, also von das kann man gleichsetzen. So. Eines Tages kommt ein weiser Mann mit Namens Nikodemus. Er war Oberster der Juden vom jüdischen Gerichtshof. Also ein schlauer Kerl. Und der wirklich ernsthaft daran interessiert war, überhaupt diesen Jesus und all das Komplizierte irgendwie zu verstehen, der wollte wissen, wie geht das Ganze. Da er aber ein Jude war und Jesus bei den Juden nicht anerkannt war und beziehungsweise sogar gemieden wurde, kam er nachts. Ja, macht man manchmal so. Weil andere nicht sehen sollten, dass er zu Jesus kommt und irgendwas wissen wollte. So. Und dann kommt Nikodemus zu Jesus und er sagt, wir wissen, dass du ein von Gott gesandter Lehrer bist. Also, boah, du bist schon was Besonderes, du bist ein Rabbi. Irgendwas ist besonders. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem, das kann man übersetzen, von oben her geboren wird, kann er das Reich Gottes oder die Königsherrschaft Gottes nicht sehen. Und manchmal sagt Jesus ja mittendrin Sachen und denkt, hä, hat dich doch gar keiner gefragt. Was machst du da gerade? Aber Nikodemus, er ahnte schon, dass Nikodemus irgendwas mehr wissen wollte, also sagt er ihm das. Dann guckt Nikodemus ihn an und sagt, hallo, was ich muss? Ich muss von Neuem geboren werden? Und dann, logischerweise, wie soll er anders verstehen, als dass er dann sagt, nee, noch nicht die Verse, das ist jetzt, pscht, das dürft ihr noch gar nicht lesen. Löscht. Dann sagt er, okay, ich muss von Neuem geboren werden. Ich, Nikodemus, 53 Jahre alt, ich muss von Neuem geboren werden. Jesus, okay. Meine Mama, die gibt es noch, die ist schon ziemlich alt, natürlich dementsprechend, ich 53, sie 78. Ich von Neuem geboren werden, muss ich also nochmal in meines Mutters Schoß zurückkriechen. So, hä? Also muss ich nochmal irgendwie da rein und dann soll das Ganze nochmal passieren. Was ist denn das für ein Zeug? Was erzählst du, Jesus? Sag Gaga. So, und dann, das kann er überhaupt nicht verstehen. Und dann sagt Jesus, und jetzt darfst du den nächsten Vers nehmen, Johannes 3, 6 bis 7, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem, also von oben oder neu, geboren werden. Er sagte, nein, 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 du bist einmal aus dem Fleisch geboren. Deine Mama hat dich zur Welt gebracht, das ist absolut okay. Das muss nicht nochmal geschehen, Nikodemus. Aber du brauchst eine geistliche Geburt. Du musst von Neuem geboren werden. Klammer auf, das mache auch ich, Jesus, Klammer zu. Aber du musst von Neuem geboren werden. Und dann sagt Jesus hier, denn was aus dem Geist geboren ist, und jetzt würde ich das mal noch anders sagen, was aus dem Heiligen Geist heraus geboren wird, ist Geist. Okay? Also, deswegen, das ist super theoretisch, aber ganz, ganz wichtig. Nächste Skizze. Genau. Hier weiter die Theorie. Was ich glaube ist, jeder Mensch, Körper, Seele, Geist. Ihr denkt noch an die einzigartige Schöpfung, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern oder nicht. Ich bin immer noch begeistert von dieser Predigt, ich glaube, wir können noch 10 Jahre lang drüber reden. Was ist am Anfang der Schöpfung passiert bei Adam und Eva, als sie ungehorsam waren und Gott hatte gesagt, wenn ihr davon esst, also von dieser Frucht, dann werdet ihr sterben. Sie sind nicht körperlich gestorben. Auch ihre Seele ist nicht im Wasser abgestorben, dass sie komplett kalt waren. Was ist gestorben, wenn sie 3 Teile haben? Ihr Geist ist gestorben. Beziehungsweise die Fähigkeit, die Aktivität ihres Geistes ist gestorben. Wie auch immer du das beschreiben kannst. Weil das, was sie dann nicht mehr hatten, war was? Ihre Kontakte zu Gott. Ihren direkten, unmittelbaren Einfluss zu Gott, der für sie lebensnotwendig gewesen wäre. Dadurch wurden sie auch eine lebende Seele. Warum wurden sie eine lebende Seele? Gott hat seinen Odem, also seinen Lebensatem, Gott selbst reingehaucht und daraus wurde der Mensch, Adam und Eva, eine lebende Seele. Was gibt dem Menschen also Leben und Lebensfähigkeit und auch seiner Seele Heil? Das ist ein funktionierender Geist, wo Gottes Geist hineinpustet, bläst und seinen Atem, seinen Odem hineintut. So, aber das ist unser Zustand. Jetzt hoffe ich für jeden Einzelnen, der hier ist, und ich kenne ja nicht jeden, dass es irgendwann in deinem Leben einen Geistesblitz gibt. Peng. Das nennt man dann Bekehrung. Also diesen Geistesblitz, die Geisteserkenntnis. Wow, ich brauche Jesus. Das ist cool, Gott gibt es wirklich. Wow, ich kann nicht alles verstehen, aber Gott gibt es und diesen Gott brauche ich. Wie mache ich das?
Und dann fängt man an auf der Suche und irgendwann realisiert man ganz einfach an Jesus glauben, Jesus einladen, dann gibt es diesen Geistesblitz und dann ist die nächste Folie da. Peng. Du bist hell. Dein Geist wird lebendig, aktiv. Woran erkennst du das? Weil das ist alles total theoretisch, weiß ich. Du sagst, hä, wo kann man das lesen? Kann man nirgends lesen. Aber du kannst es folgendermaßen erkennen. Ab dem Moment, wo du dich für Jesus entschieden hast, wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, konntest du wesentlich besser Gott erkennen, Gott erleben, Gott erfahren. Vor allen Dingen an einer Stelle merkt man das unglaublich stark, die Bibel verstehen. Ich habe von vielen, vielen Menschen gehört, die im Alpha-Kurs zum Glauben kommen, haben gesagt, das Buch ist ein Buch mit 7 Siegeln. Kein Mensch kann das Zeug verstehen. Was für ein Kram. Und dann haben sie sich bekehrt, ihren Geistesblitz, und sie haben die Bibel gelesen. Und einmal konnten sie es erkennen. Warum? Aha, weil ihr Geist fähig war, etwas, was ihre Seele, nämlich das Lesen und Denken, aufnimmt, zu verstehen, weil der Kontakt zu Gott wiederhergestellt war. Das ist das, was neu ist. Das ist das, was neu ist. Der neue Mensch, was ist wirklich neu? So, habe ich schon alles? Welche Folie ist das überhaupt? 19, ne? Ja. Dankeschön. Mal gucken, bei so vielen. Und jetzt kommt, und deswegen sagt Römer 8, Vers 18, Vers 16, nächste Folie, Vers 16, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Aha, jetzt wieder etwas. Was ist das? Also der Geist, und wenn hier von zwei, ich nenne es mal Geister die Rede ist, dann kann es ja nicht das Gleiche sein. Also der Geist, das ist dann, müsste man dazu schreiben, der Heilige Geist, der Geist Gottes, macht Folgendes, was? Rede zu Gerold, in irgendeiner Form, wie auch immer, er gibt meinem Geist, wo auch immer der sitzt, ob der hier sitzt oder hier sitzt oder hier sitzt, ich habe keine Ahnung, wo er gerade sich befindet, aber Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Und das ist die Beziehung. Durch was wird also neu? Der Geist wird neu. So, jetzt mal noch die nächste Folie. Jetzt zeige ich euch noch mal ganz kurz, wie ich denke. Pass auf, das ist immer ganz wichtig. Also Gerold ist nicht der Professor des Innenlebens. Das ist meine Vorstellung. Die findest du nicht überall, aber es ist meine Idee, wie meine Seele tickt. Also wir haben von dem Geist gesprochen und meine Seele. Was ist meine Seele? Das ist für mich meine Persönlichkeit. Das Alte Testament und das Neue Testament nennen nur verschiedene Begriffe, meinen aber das Gleiche. Deswegen komme ich zurück vom Herzen, meint das Innenleben, das Innere, die Seele, was wir als Seele bezeichnen würden. Deswegen bekommen wir ein neues Herz, eine neue Seele und auch einen neuen Geist. Und meine Seele hat zumindest elementare Verhalten, prägt mein Verhalten, prägt meine Emotionen, prägt meine Beziehungsfähigkeit, mein Denken und auch mein Wollen. Das ist meines Erachtens in meiner Seele drin. Aber denk nochmal dran, als ich gesagt habe, Jesus, komm in mein Leben, wurde leider nicht meine Seele erlöst. Das hätte ich gehofft. Dieses elende Ding, was mich total nervt. Was manchmal super gut ist und einfach am nächsten Moment beschissen drauf ist. Aber meine Seele wurde nicht erlöst. Frag mich nicht, warum. Wenn ich Gott wäre, ich hätte es anders gemacht. Aber sei froh, dass ich nicht Gott bin. Dafür gäbe es andere Katastrophen auf dieser Erde. Ich habe keine Ahnung, warum Gott sich das so gedacht hat oder was er gemacht hat. Aber was wurde erlöst? Was wurde wirklich neu? Was ist diese Neuschöpfung? Also was wurde richtig komplett neu geschaffen? Mein Geist. Was auch immer, ich kann das auch nicht näher beschreiben, was mein Geist ist, aber das war es. Das war neu. Aber nur das. Ich musste auch feststellen, auch mein Körper wurde ja nicht neu. Es wäre super, man würde zum Glauben kommen und mein Körper wäre ne? Rücken, Hüfte, Knie, knackert kurz alles und alles steht da gerade. Alles wunderbar, keine Schmerzen, ja? Kein neues Knie, keine neue Hüfte. Das sind noch die leichtesten Sachen. Kein Krebs, kein das, kein Herzinfarkt, kein Schlaganfall, keine alles. Bang, wäre doch super. Müssen aber ganz ehrlich feststellen, es ist nicht wirklich alles neu geworden. Wir sind eine Neuschöpfung, aber es ist eine geistliche Neuschöpfung. Leider keine körperliche und keine seelische. Was ist also das lange Ziel unseres Christenlebens? Dass dieser Geist, und jetzt gehe ich mal so hier, das habe ich jetzt nicht auf der Folie drauf, dass dieser Geist, der vielleicht ist er einfach noch ganz klein, dass der sich immer ausweitet und immer mehr meine Seele beeinflusst und immer heiliger und heiler wird. Deswegen denkt dran, was will Gott? Er will, dass wir durch und durch geheiligt werden. Und unser Körper, unsere Seele und Geist heilig werden. Und wenn unser Geist
mit Gott zusammen Einfluss nimmt auf unsere Seele, dann ist zumindest meine Hoffnung, dass es immer besser wird mit mir. So, das ist das, was denkt. Gott selbst ist Zeuge in unserem Geist. Und deswegen zum Schluss brauchen du und ich was? Wir brauchen eine Reformation unseres Herzens. Unser Herz ist nicht erlöst. Ja, mag sein, dass es ein Stück Neues gibt am Anfang, aber es ist nicht komplett neu. Was Neues ist unser Geist. Aber unser Herz, unsere Seele, meine Emotionen, mein Verhalten, mein Wollen, meine Beziehungsfähigkeit, mein Denken, die braucht dringendst. Und ich, mit ihm gesagt, immer noch Anfang 54, also noch ist es ja nicht so, ne? Also bin noch 53, muss mir auch mal gesagt haben. So, brauche diese Reformation, weil ich trotz alledem immer wieder in alte Verhaltensmuster falle. Und Reformation bedeutet so viel wie Erneuerung, Wiederherstellung. Sprüche 4, Vers 23, nächste Folie. Weshalb brauchst du das? Und jetzt schau mal genau hin, was da steht. Ja, ich habe einiges aus den Sprüchen genommen. Sprüche sind die tiefsten Weisheiten Gottes mit unter anderem drin verankert. Und in den Sprüchen Salomo, schreibt er, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, bewahre dein Innenleben. Denn in ihm entspringt die Quelle deines Lebens. Denn in ihm, und zwar in deinem Herzen, in deiner Seele, in deinem Denken, in deinem Wollen, in deiner Beziehungsfähigkeit, in deinem Verhalten, in dem inneren Teil von dir, da ist die Quelle deines Lebens. Wenn diese Quelle verdrecktes Wasser hervorbringt, dann hat das Auswirkungen und dann musst du dich nicht wundern, dann ist das Leben nicht immer nur toll. Deswegen brauche ich immer wieder eine Reformation meines Herzens. Die Reformation der Quelle meines Herzens. Eine Säuberung, eine Wiederherstellung, eine Neujustierung, ja? Ein Einnorden, wie auch immer du es nennen magst. Reformation unseres Herzens. Und der eine oder andere hat gefragt, die letzten Tage, warum machen wir diese Gemeindeaktion Reformation des Herzens? Nächste Folie. Oder Reformation des Herzens. Nur, nicht, dass du darüber nachdenkst, es wird kein Andenken 6 Wochen lang an Martin Luther mit allem, was dazugehört. Das ist ein Anlass. Der Reformator Martin Luther, da denkt man an 500 Jahre Reformation. Aber diese Gemeindeaktion, die wir tun, die wir durchführen, nämlich die Reformation des, und ich habe das bewusst noch, deines Herzens, ist die Reformation deines und meines Herzens. Es geht darum, dass die Quelle des Lebens, die Quelle deines Lebens, dass es dir wirklich gut geht, wovon ich auch überzeugt bin, Gott will, dass es dir gut geht. Ja, Gott ist ein guter Gott. Und wenn es dir erstmal, das ist vielleicht sehr profan, das kann man natürlich theologisch ein bisschen auseinandernehmen, brauchen wir, aber er will, dass es dir grundsätzlich gut geht. Körper, Seele, Geist. Er ist ein guter Gott. Und er möchte, dass du heilvoll willst. Er möchte, im Thessalonicher Brief heißt es ja, er bewahre euch, eure Seele und Körper und Geist. Er heilige euch. Er, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und durch. Und er bewahre euren Seele, euren Geist und euren Körper untadelig. Deswegen ist er auch unbedingt daran interessiert, dass es dir gut geht. Und er ist daran interessiert. Deswegen ist auch er derjenige, der das steinerne Herz rausreißen will und das Fleisch an das Herz rein und einen neuen Geist geben will. Aber dafür braucht er trotzdem deine Mithilfe. Das ist das Thema nächste Woche. Aber weswegen machen wir diese Reformation? Damit es deinem Herzen gut geht. Damit dein Herz reformiert wird in diesen 6 Wochen. Und manchmal braucht man mal eine konzentrierte Aktion, um sich mit etwas zu beschäftigen, was lebensnotwendig ist. Das ist dein und mein Herz. Heiligung, Erneuerung. Darum geht es, mit allem, was dazu gehört. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das hat Luther auch schon gewusst. Und seine Einsicht war, wenn das die Quelle des Lebens ist und die Reformation des Herzens, dann brauchen wir, und das sind jetzt die 4 großen Zutaten von dieser Gemeindeaktion oder von der Reformation. Das ist jetzt nicht einfach nur theologisch. Sondern die 4 großen Zutaten zur Reformierung deines Herzens ist, da sagt Luther, oder Gott sagt das, allein durch Gnade, wirklich zu verstehen, was Gnade ist, macht dein Herz unglaublich heil. Allein durch die Schrift, du kannst viel Zeug lesen und wirklich auch gute Bücher, die mag ich, aber das, was wirklich tief hilft, und guck mal, alles, was ich heute gepredigt habe, habe ich aus der Schrift rausgeholt, aus der Bibel.
tiefste Erkenntnisse über unser Herz, weil er hat uns geschaffen und kreiert und er will, dass es uns gut geht. Also wo kriegen wir eine Reformation des Herzens besser hin und mit was? Allein durch die Schrift. Drittens, allein durch den Christus, sagt ja nicht nur Martin Luther. Also wer ist unser Erlöser? Das ist nicht irgendein Guru. Das ist nicht irgendetwas. Auch nicht irgendein netter Mann, der irgendwas vorlesen kann und gute Worte gibt. Der Erlöser ist der Christus und er ist allein der Erlöser. Die Bibel sagt, nichts und niemand sonst kann den Menschen Rettung bringen, also wirklich Rettung. Es gibt viele Zutaten, aber Rettung von dem Drama der Verlorenheit und des Kaputtgehens und der Degeneration kann nur eins, Christus. Was braucht sozusagen unser Herz um Reformation? Christus, natürlich. Und allein durch den Glauben. Das ist alles, was ich erzählt habe, war natürlich ein bisschen theoretisch. Wie kann ich das denn anpacken? Wie kommt es so in mein Herz hinein, dass es Veränderung bringt? Durch Glaube. Durch Glaube bringe ich Unsichtbares in die Sichtbares hinein und mein Herz wird verändert. Und die Quelle meines Lebens wird heil. Und mein Leben geht es definitiv besser. Davon bin ich 100% überzeugt. Deswegen lade ich dich ein, dabei zu sein. Und deswegen ist das Zweite, nicht nur diese Gemeindeaktion wichtig. Weil du kannst sagen, okay, das mache ich dann alleine und lese ein Buch. Ich empfehle dir ein zweites. Ernsthaft, wirklich ernsthaft. Geh in diesen 6 Wochen in eine Kleingruppe. Wir haben vorhin ein bisschen darüber gesprochen und geredet und es ist unglaublich schwer, also für mich ist es schwer, meine Veränderung zu bewirken allein aus mir heraus. Ich bin einfach zu träge. Ich bin eine Nase. Aber andere können mir helfen. Mir geht es nicht du, sondern helfen. Sprüche 27, Vers 17, ich glaube, das ist die vorletzte Folie, sagt, Eisen wird an Eisen geschliffen, so schleift einer den Charakter des anderen. Man könnte auch sagen, hey, Herz schleift Herz, Seele schleift Seele, so schleift einer den Charakter des anderen, und zwar nicht zum Negativen, es geht nicht um Kaputtgehen, sondern es geht um Heilwerden. Und ich brauche dich, damit meine Seele heil wird. Ich brauche dich, damit meine Quelle des Lebens heiler wird. Alleine auf meinem Sofa ist das nett. Da kann ich hochheilig sein. Da bin ich der Heiligste von allen. Weil ist keiner da, über den ich mich ärgere. Da brauche ich auch nicht fluchen, weil keiner mir die Vorfahrt nimmt. Da muss ich mich auch nicht über irgendetwas... Da ist keiner da, da bin ich heilig. Da mache ich die Augen zu und bete und bin bei Gott. Und so, klar, ich aus, wunderbar. Ich bin im Himmel. Geht die Tür auf und kommt ein Mensch rein. Ach du liebe Zeit. Und kommt dann auch noch so ein Mensch rein und tut das, was ich nicht tun, was ich nicht möchte, dass er tut oder sie. So. Dann kannst du mal sehen, wo der Hochheilige bleibt. Auf dem Sofa. Was braucht er? Menschen. Was brauchst du, damit dein Herz reformiert wird? Menschen. Ja, das war Gottes Idee. Er hat uns in Gemeinschaft geschaffen. Nicht alleine. Wir sind zwar genervt und wollen das nicht, wir haben keinen Bock auf Kleingruppen, wir haben keinen Bock auf Menschen, weil die verletzen und überhaupt, ja, Menschen werden durch Menschen verletzt, aber Menschen werden auch durch Menschen heil. That's life. Wo du entscheidest. Deswegen haben wir die Kleingruppen. Und deswegen lade ich dich ein, an dieser Gemeindeaktion dran teilzunehmen und ich lade dich ein, auch wirklich Teil einer Kleingruppe zu sein. Okay, ich möchte noch erstmal beten und dann stelle ich euch noch ein bisschen die Gemeindeaktion vor. Jesus, über allem steht, ja, du gibst uns ein neues Herz. Und du schenkst uns auch einen neuen Geist. Du bist der große Reformator unseres Lebens. Du stellst wieder her, das, was vor tausenden von Jahren kaputt gegangen ist im Paradies. Und du möchtest uns wieder hinführen zu dem endgültigen Paradies. Und dafür danke ich dir. Du bist wirklich der Erlöser. Erlöser meiner Seele, Erlöser meines Körpers, Erlöser von meinem Geist, mein Erlöser. Herr, so bete ich, dass dieses Jahr für uns alle, für jeden von uns, wirklich zu einer Reformation unseres Herzens wird. Herr, ich bete schon jetzt für die Gemeindeaktion, aber auch, dass das nicht einfach nur eine Aktion ist, die wir starten und irgendetwas, sondern es geht um was ganz, ganz Tiefes. Das soll meine geistliche, filigrane Operation an unserem offenen Herzen, wo du Altes rausreißt, was da nicht hingehört, Steinernes. Und Fleisch an es hineinlegst, was unsere Quelle wirklich sauberes Wasser hervorsprudelt und kein dreckiges. Unser Verhalten, unsere Beziehungsfähigkeit, unser Denken,
unser Wollen, unser Fühlen. Dass du die Quelle unseres Lebens mehr und mehr freilegst. Und das erbete ich und daran glaube ich. Und dafür segne ich jeden Einzelnen in deinem Namen und in deiner Autorität, Jesus. Amen. Amen. Also ich lade euch ein, die Gemeindeaktion, die findet statt vom 19.2. ab 19.2. Das sind so 6 Wochen, wo es wirklich darum geht, wo wir 6 besondere Gottesdienste haben werden, in dem Sinne mit dem Thema, 6 besondere Kleingruppenabende, wo das Thema wirklich vertieft wird, also Gemeinschaft, wo man einander hilft, die Reformation des Herzens, und eine tägliche Lese in dem Buch, also es gibt ein Buch, den man kaufen kann als Begleitung, heißt auch Reformation des Herzens, mit den großen Themen wie Gnade, Glaube, Christus und Schrift, wo wir dann täglich, aber im ganz bestimmten Zeitpunkt wirklich lesen können, sodass die Information, ne, von Gottes Geist in meinen Geist, in meine Seele hineinfließt und nach mich und heil macht. Und das könnt ihr machen. Das Buch kann man erwerben. Draußen im Foyer gibt es ja unseren Infotisch Gemeindeaktion. Das Buch kostet, glaube ich, normalerweise 16,99 oder 15,99. 16. Aber egal, hier kriegst du es für 5 Euro, weil wir haben als Gemeinde dafür gesammelt. Wir haben eine Sonderkollekte eingenommen, weil uns diese Gemeindeaktion so wichtig war und jeden daran teilnehmen wollte, sodass wir es subventionieren können. Und ich lade dich wirklich von Herzen ein. Aber ich möchte auch ein bisschen pushen, dass das nicht einfach nur so mache ich, sondern mach das wirklich. Um der Reformation deines Herzens willen. Das wäre mein Anliegen. Und zweitens, du kannst dich informieren an diesem Infotisch. Dort gibt es Visitenkarten von Kleingruppen. Wir haben neue Kleingruppen gegründet. Ich stelle gleich mal ein paar welche vor. Und ich stelle sie selber vor. Oh, dafür brauche ich noch ein Mikro. Das sind Visitenkarten, wo du dich anmelden kannst. Du kannst auch nur für diese 6 Wochen Teil einer Kleingruppe sein. Das ist absolut okay. Das ist nicht so einmal Kleingruppe, ewig klein, Kleingruppe. Aber denk dran, du hilfst mir, dass mein Herz reformiert wird und ich helfe dir, dass dein Herz reformiert wird. Ja, es geschieht durch Begegnung von Menschen. Und so sehr du auch Angst hast oder unsicher bist, was Menschen anbelangt, aber dann ist ja auch etwas, was reformiert werden sollte. Deine Beziehungsfähigkeit. Wenn Menschen dir Angst machen, dann kann ich das verstehen. Oder wenn Gemeinschaft dir Angst macht, kann ich das auch verstehen. Aber dann bitte ich dich, bleib da bloß nicht dabei stehen. Weil das bedeutet ja auch, etwas in deinem Inneren ist etwas an der Stelle zerbrochen und nicht heil. Weil das ist nicht Gottes Idee gewesen. Es gibt Leute, die sind unterschiedlich intensiv. Ne? Die einen brauchen 12.000 Leute um sich und die anderen nur 2. Das meine ich nicht. Aber wenn du Angst vor Menschen hast, Angst vor Gemeinschaft hast, dann brauchst du eine Reformation deines Herzens. Dringend. Dringend, dringend, dringend. Lade ich dich ein. Okay, ich darf mal die Kleingruppenleiter zu mir bitten, die wir angesprochen haben, die jetzt diesen Sonntag ihre Kleingruppen vorstellen. Ich glaube, ich muss euch nicht alle erwähnen, aber ansonsten, ich sehe ja gleich, ob alle da sind. So. Okay, rück mal ein bisschen in die Richtung, ein bisschen weiter rüber, genau, damit nicht irgendjemand noch von der Bühne fällt oder so. Okay, das sind sowohl bestehende Kleingruppen, also die schon länger unterwegs sind, als auch neu gegründete Kleingruppen. Und wir haben einfach mal gebeten, jeder von denen darf kurz sagen, wer und was und wo und wie. Paar Mann, ganz nichts. Hallo, mein Mann Patrick und ich, Katja und die Tabea, wir leiten einen Twin-Hauskreis in Bad Vilbel. Vom Alter her ist so 20 bis 35. Wir treffen uns immer donnerstags 19.30 Uhr. Und das war's, glaube ich. Ohne Essen, aber ganz oft gibt es Schokolade. Halleluja. Genau. Also jeder, der in dieser Altersgruppe ist, ihr seid herzlich willkommen, kommt einfach vorbei und es ist eine echt coole Truppe. Wir haben auch zusammen einen Hauskreis, Eva und ich. Wir treffen uns in Seckbach, auch immer donnerstags um 19.30 Uhr. Und wir machen das Mitessen. Das ist eine schöne Ankunftszeit und auch nochmal ja, ins Gespräch miteinander zu kommen. Und wir lieben Männer, aber außerhalb der Hauskreiszeit. Also wir sind ein reiner Frauenhauskreis. Und wir sind im Moment zu 8. Und wenn noch ein paar Ladies dazukommen wollen, dann rutschen wir gern zusammen und machen unser Herz auf. Hallo, ich bin die Christine. Ich habe den Hauskreis montags um 19 Uhr bei mir zu Hause in Altfechenheim zusammen mit dem Tobias, der heute im Urlaub ist. Wir haben Essen
Und jeder, der Lust hat, egal welchen Alters, kann zu uns kommen. Wir sitzen erst zusammen, essen zusammen und quatschen. Man kann also schön ankommen und wirklich bei uns andocken, kein Problem. Wir sind jetzt neu aus dem Hauskreis vom Gerold entstanden und warten eigentlich auf viele Leute, die noch auf uns zukommen. Hallo, ich bin die Monika, die Gerlinde Seeger und ich leiten den Hauskreis. Wir sind ein Frauenhauskreis, treffen uns donnerstags vormittags im christlichen Zentrum hier. Ja, wir haben früher alle Generationen gehabt, auch kleine Kinder noch dabei. Ja gut, aber zwei Generationen sind wir mindestens. Uns gibt es seit 10 Jahren. Ja, es ist sowas auf Dauer eigentlich bei uns. Super. Ja, hallo, ich bin Marita. Wir machen einen neuen Hauskreis, der Sebastian und ich, bei uns zu Hause, also Matthias und mir zu Hause in Karlbach, weil es bisher im Frankfurter Norden noch nicht so viel gibt. Deswegen, wenn jemand da aus der Ecke kommt, kann er sich freuen. Da gibt es jetzt ein Angebot. Wir wollen das mittwochs machen um 20 Uhr und ohne Essen. Genau, was sie gesagt hat. Wir sind May und Uwe aus Rödermark. Wir haben eigentlich keine Kleingruppe, aber Gerold fragt, ob wir für die 6 Wochen eine machen. Das konnten wir ja nicht abschlagen. Deswegen machen wir für 6 Wochen eine Kleingruppe in Rödermark. Wir, ich will nicht sagen diskriminieren, wir spezialisieren uns weder auf Geschlecht noch Alter. Das heißt, jeder ist willkommen, der den Weg zu uns findet, montags um 19 Uhr. Es wird was geben, von dem man satt wird, aber kein Mehrergänge-Menü, also mehr so snackmäßig. Hallo, ich bin die Elli und das ist die Sarah. Genau, und wir beide haben uns zusammengefunden, ganz frisch. Wir werden für die 6 Wochen einen Hauskreis zusammen machen. Der wird bei der Sarah stattfinden. Ich werde den mit dem Husto mit meinem Mann leiten. Wir werden uns da abwechseln, weil wir noch eine kleine Tochter haben. Und wir machen das freitags, auch im Frankfurter Norden. Aber weil das freitags ist, ist es ein bisschen anders. Und wir fangen um 19 Uhr ohne Essen an. Und es können 6 Leute kommen, weil wir wirklich eine Kleingruppe sind. Und auch so intensiv ins Gespräch kommen wollen. Wo ist es? Das ist im Norden, in Heddernheim. Ach, Heddernheim. Ja, Norden ist an der Nieder, an der schönen Nieder. Ja. Also, wer da in der Nähe wohnt, herzlich eingeladen. Oder wer sich auf den Weg machen möchte, auch herzlich eingeladen. Super. Also, ganz herzlichen Dank. Ihr seht, das ist schon mal eine Hälfte. Die andere Kleingruppen stellen sich nächsten Sonntag vor. Ganz herzlichen Dank. Das war's. Ihr dürft mich jetzt entlassen. Ganz herzlichen Dank für euer Engagement. Und das ist richtig klasse und toll. Und so seht ihr, wie gesagt, David oder Band, so seht ihr, habt eine gute Chance, gute Möglichkeit für Kleingruppen. Es gibt auch noch andere Kleingruppen, die anderen Kleingruppen stellen, die sind noch nicht jetzt diese Woche vorgestellt, stellen sich nächste Woche vor. Aber wie gesagt, ich lade euch ein, sowohl an der Gemeindeaktion als insbesondere auch an der Kleingruppe dabei zu sein, aber vor allen Dingen an der Reformation unseres Herzens. So, ich glaube, ich kann auch die letzte Ansage selber machen. Ich sehe die Katja. Dann muss ich nochmal gucken, gibst du mir mal die Ansage, ich glaube, das ist den nächsten Sonntag. Haben wir, wie gesagt, unsere kleine Predigtserie Restart, machen wir auch noch mit nächsten Sonntag mit Reformation des Herzens. Da geht es doch um jetzt, was heißt das nicht denn jetzt, aber will ich Reformation? Ich habe jetzt heute ein bisschen darüber erzählt, alles neu und nicht alles neu, aber wie verändere ich mich? Wie kann Veränderung wirklich geschehen? Wie kann ich umkehren? Wie kann das gehen? Wie kann Gott mir helfen? Und was bedeutet das? Also herzliche Einladung dazu. Nächsten Sonntag wieder um 10.30 Uhr zum Gottesdienst. Ansonsten möchte ich jetzt aufstehen und zum Abschluss noch ein Lied singen. Ich sage euch von ganzem Herzen einen ganz gesegneten Sonntag, eine noch gesegnetere Woche. Denkt an die Gemeindeaktion und Shalom. Es gibt so viele Stimmen, die sagen, wie du bist. Doch ich kenn dein sanftes Flüstern inmitten der Finsternis. Du sagst, dass du dich an mir freust und dass du mich nie verlässt. So ein guter Vater, das bist du.
das bist du. Ich wünsche euch eine super gesegnete Woche mit unserem guten Vater. Bis nächsten Sonntag.